Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 zu einer Sonderausgabe zu The Ringed City, denn wie auch schon beim letzten DLC habe ich einige Sachen vergessen, auf die habt ihr mich hingewiesen und ich denke, bevor wir hier ins New Game Plus starten, möchte ich euch die noch zeigen. Außerdem habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet, denn ich habe ja die Materialien, die ich noch hatte, verbraucht, die drei großen Schollen, da habe ich noch drei Waffen gemaxt, eine davon kennt ihr bereits. Zwei andere zeige ich euch gleich und dadurch, dass ich die Schreinmaid in diesem Durchlauf schon recht weit habe mit allen Ascheresten, die man so finden kann, konnte ich auch die Waffen schnell hochpushen. Das habe ich jetzt auch noch gemacht, denn das wäre jetzt im New Game Plus ein bisschen schwerer, weil da muss ich halt die Asche wieder neu finden. So, und zwar habe ich jetzt hier unter anderem mir Gaels Großschwert gekauft. Ja, der Endgegner aus The Ringed City, sein Schwertchen haben wir hier. Das Großschwert des Sklavenritters Gael und die einzige Waffe, die er von Anfang bis Ende trug. Das ursprünglich für Enthauptungen genutzte Henkerschwert ist sehr schartig und durch zahllose Kämpfe blutbefleckt. Ja, es arbeitet ganz okay mit meinen Werten. Ich glaube, es arbeitet besser mit Geschicklichkeit. Nee, es arbeitet immer noch besser mit Stärke, aber auch ein bisschen mit Geschicklichkeit. Ansonsten macht das Ding halt ziemlich guten Schaden und wir können einen sehr schnell ausführbaren Sprungangriff machen. Den finde ich ziemlich nice und der braucht auch gar nicht so viel, Asche. Das heißt, da können wir Gegner schön damit eindecken. Das Ganze können wir auch einhändig machen. Das finde ich ganz nett. Ansonsten kämpft es sich sehr behäbig. Da bin ich mal dann im New Game gespannt, wie sich das dann auf unserem Playstyle auswirkt. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Schwert und deswegen haben wir das auch mitgenommen. Genauso, obwohl ich es jetzt gerade noch nicht benutzen kann, habe ich mir mitgenommen das Schwert, das wir aus der Seele von Midia craften konnten, und zwar die abgenutzte Klinge. Diese Drachenwaffe symbolisiert Schwarzfraß Midir. Die einst exquisite Klinge ist heute schwarz und am Griff verschlissen. Sie wird bald zerfallen. Bedeutet dann höchstwahrscheinlich, dass sie keine hohe Robustheit hat. Ja, die Robustheit ist ziemlich gering, aber sie funktioniert extrem gut mit Geschicklichkeit. Und dadurch, dass mir noch 10 Punkte dort fehlen, kann ich sie halt aktuell nicht benutzen. Aber das wird sich dann auf jeden Fall im nächsten Durchlauf ändern. Ist von der Sache her ziemlich nice. Also ist halt ein etwas kürzeres Katana. Und hat halt leider auch nur eine sehr geringe Robustheit. Das heißt, ein paar Schläge und das Ding ist hinüber. Wir können ja mal ein bisschen, ja, ihr seht hier schon. Obwohl, nee, die Wandschläge hält es ja noch ganz gut durch. Wir gucken mal. So, jetzt können wir hier zum Beispiel eine schöne Kombination starten. Aber meine Ausdauer war jetzt schon recht, meine Asche war jetzt schon recht unten. Ne, ihr seht, das geht recht gut. Also wenn man hiermit kämpfen will, das können wir auch auf jeden Fall mal probieren. Ebenso als neue Waffe habe ich zumindest mal auf plus 4, weil ich hatte dann keine Scholle mehr, habe ich mir noch das Ringritterschwert gemacht, das Gerade. So auf plus 4, das arbeitet halt auch wieder gut mit Stärke und Geschicklichkeit und es macht halt noch Feuerschaden und es hat nämlich eine coole Fähigkeit. Geil, ne? Dann kann man dann so schön zuschlagen. Und das wirkt auch sehr gut auf das Areal. Also, ja. Die perfekte Waffe, denke ich mal, um ein bisschen Gruppenschaden anzurichten. Auch die werde ich im New Game schwingen. Denn wenn ihr jetzt dachtet, haha, der wird jetzt im New Game bestimmt wieder die ganze Zeit nur mit der Drachentöter-Großaxt rumlaufen. Ja, ich bin ein Fan dieser Waffe. Ich liebe die Drachentöter-Großaxt. Sie ist einfach die beste Waffe, die es gibt. Aber es wäre jetzt ziemlich langweilig, den kompletten New Game Durchlauf mit dieser Waffe zu spielen. Ich weiß, ich werde wieder große Teile damit bestimmt machen, weil es manchmal leichter ist, so Bosse zu besiegen, aber ich werde mir auch Mühe geben, andere Waffen zu benutzen. Zum Beispiel das Ringritter Zwillings Großschwert. Und das finde ich extrem spannend. Ne, zwei mächtige große Schwerter, die wir einfach so schwingen können. Und man kann mit dem Ding sehr gut Kombinationen fahren. Das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht so richtig gezeigt. Das Ding ist nämlich nicht nur mächtig, um damit schön auszuteilen. Man kann damit auch schön Kombinationen machen. Ne? Geil, ne? Das werden wir auf jeden Fall im neuen Durchlauf machen. Was machen wir dann noch?
Ich glaube, von hier aus gar nichts mehr. Ich will euch jetzt noch zwei Sachen zeigen und dann will ich meine Talentpunkte neu verteilen, denn ich habe noch ein Ohr. Das habe ich nicht für euch, das habe ich für Rosaria. Sogar noch zwei, nee, das sind die Beweise der Eintracht. Nee, eine Zunge. Nee, ich glaube, jetzt bin ich gerade ein bisschen komplett weird. Wartet mal. Ich brauche ja für Rosaria, brauche ich ein Ohr. Aber das ist ein Beweis der Eintracht. Das ist das... Ich brauche eine Bleichzunge, kein Ohr. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich brauche eine Bleichzunge. Und die muss ich mir noch farmen. Das macht aber nichts, denn das geht relativ schnell. Da können wir auch direkt mal die neuen Waffen ausprobieren. Bevor wir das machen, gehen wir aber zurück in die Welt von The Ringed City. Und zwar zum Bonfire von Schwarzfraß Media. Hier hat mir ein jemand in die Kommentare geschrieben und Schande über mich selbst. Ich weiß aktuell nicht, wer es war. Ich müsste das nachlesen. Aktuell klingt gut. Ich weiß nicht, wer es war. Ich müsste es nachlesen. Aber mir wurden in die Kommentare geschrieben, dass... Ja, das doch der Ort sei, an dem damals die Fürsten die erste Flamme, quasi die Seelen der ersten Flamme erhalten haben. Also von der ersten Flamme die Seelen, die Fürstenseelen erhalten haben. Mann, das auszudrücken ist gar nicht mal so leicht. Also, ihr kennt das Intro von Dark Souls 1, ne? Und da heißt es ja, die Welt war grau und es gab nichts und es gab Drachen. Aber dann kam ja das Feuer und aus dem Feuer kam der ganze Rest und auch die Fürstenseelen. Die wurden ja dann gefunden. Da gibt es eine kurze Cutscene in einer wunderbaren Cinematic-Optik. Finde ich geil, kann man sich mal geben. Und das soll wohl hier gewesen sein. Das sieht zumindest echt sehr stark danach aus. Und es ist natürlich auch sehr interessant, dass wir ausgerechnet hier gegen Media gekämpft haben. Ja, aber es könnte wirklich sein, dass hier exakt der Ort ist, an dem die Fürstenseelen erschienen sind. Und ja, Media ist ja auch zerfressen vom Abgrund. Also er ist kurz davor, völlig durchzudrehen. Deswegen mussten wir ihn ja töten. Hat der Abgrund mittlerweile also sogar schon diese heilige Stätte hier übernommen? Wir wissen es nicht, aber ich finde, das Ganze sieht sehr interessant aus. Wenn ihr dazu mehr wisst, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. So, das haben wir gemacht. Ne? Kann ich jetzt halt auch nicht mehr dazu sagen. Wir erfahren hier, glaube ich, nichts mehr, aber es sieht verdammt stark danach aus, wenn man mal das Intro von Dark Souls guckt und sich dann diese Boss-Arena anguckt, dann könnte es tatsächlich so sein, dass dies der besagte Ort ist. Also ist die umringte Stadt gleichzeitig auch der Ursprung, ja, allens, von allen. Der Ursprung allen Seins. Sozusagen, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es in die Kommentare. So, und dann habe ich natürlich noch vergessen, mit der Tür zu reden. Jetzt denkt ihr euch, ich sag mal, Hyuga, wieso, ja, wir wissen ja, dass du ein bisschen beschugge bist, aber mit einer Tür reden? Ja, mit einer Tür reden, und zwar gibt es ja hier diese Tür, von der wir die Quest bekommen haben, also von der Person hinter der Tür, die Quest bekommen haben, gegen Media zu kämpfen. Und ja, da haben wir nicht nochmal vorbeigeschaut, nachdem wir den DLC beendet hatten. Dementsprechend muss ich das jetzt noch tun. Und ich mach's auch. Und zwar müssen wir dafür, ich muss kurz überlegen. Ja, ich glaube, wir müssen hinten müssen diesen nervigen Weg entlang. Es ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich die Bleichzunge nicht im Vorfeld gefarmt hatte, die wir für Rosaria brauchen. Aber das sollte nicht so lange gehen. Außerdem will ich ja sowieso noch ein bisschen über das reden, was euch im nächsten Durchlauf erwartet. Ich hatte es schon im Dark Souls 2 Let's Play getan, das ich jetzt übrigens beendet habe. Könnt ihr euch also komplett angucken. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Aber das haben wir bestimmt nicht alle geguckt. Denn wer eher auf Dark Souls 3 steht, weil er auf Dark Souls 2 keinen Bock hat, der guckt sich halt auch nicht Dark Souls 2 an und hört eben nicht, was ich darin so sage. Das kann man jetzt niemandem verübeln, deswegen werde ich auch hier nochmal darüber reden. So, das dazu. Bevor wir das tun, so, ich glaube, können wir jetzt einfach schnell da oben so hinflitzen. Oh, dahinter steht jemand, schaut mal. Die Tür will nicht mit uns reden. Wieso will die Tür nicht mit uns reden? Okay. Die Tür will nicht mit uns reden. Ist das jetzt ein Bug? Oder liegt es daran, dass wir jetzt...
dass wir jetzt den einen Kampf da schon gemacht haben. Das ist jetzt ein bisschen unterwältigend, um ehrlich zu sein. Wir probieren es einfach nochmal. Wir gehen da nochmal hin. Vielleicht kann man auch an diesem Punkt gar nicht mehr mit der Tür sprechen. Also nicht, dass ich gerne mit Türen rede, aber ich glaube, man bekommt jetzt kein wichtiges Item. Ich glaube, man bekommt ein Item, das man für diesen PvP den PvP-Eid braucht, den man hier machen kann. Der PvP-Bosskampf, der Speer der Kirche, ich glaube, da bekommt man hier als ein Item, wenn man halt den Drachen dann getötet hat. Also so ein... Ich weiß gerade nicht mehr, was man da bekommt. Dementsprechend kann ich jetzt hier nur vor mich hinstammeln. Aber mich ärgert es, dass wir jetzt diesen Dialog da nicht mehr haben. Ich glaube, er war nicht so mega wichtig. Also wir können darauf verzichten. Er wird uns nicht alles erklären, was es zu erklären gibt. Aber ihn jetzt zu verpassen ist zumindest nicht Optimum. Schade. Naja, einmal probiere ich es noch. Danach würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich dann auch eine Menge nochmal geschafft hier. Und müssen ja dann auch gleich mal ein bisschen farmen gehen. Ich habe ja zumindest den... Nee, man kann hier nicht mehr reden. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Ich kann den Blutfleck berühren. Ich sehe hier den anderen Spieler, aber quatschen kann ich hier nicht mehr. Mach auf! Mach auf! Naja, nee, da passiert nichts mehr. Schade. Oh, nee, nicht die Glut aktivieren. Gut, dann ab zum Feuerbandschrein. Und dann geben wir uns jetzt, ja, um unsere Talentpunkte kümmern, denn das möchte ich auch noch machen, bevor wir hier nochmal durchstarten. Und bevor jetzt jemand sagt, Yuga, du kannst ja eigentlich auch noch deinen Estus-Flakon voll ausbauen. Ja, aber ich weiß tatsächlich nicht, welches, ja, Estus uns da fehlt. Ich bin alles Spawnplätze durchgegangen. Ich habe mir sogar einen Guide genommen, habe das Ding komplett nachgespielt irgendwie. Ich komme nicht drauf, wo ich da was vergessen habe. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Ganz kurz, Pharaonfürste, da. Da müssen wir hin. Wächter des Abgrunds. Also dementsprechend werde ich jetzt meinen Estus-Flakon auf 14 und 9, also quasi Bonfire Rang 9 und Estus-Flakon Rang 14 lassen. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, man kann damit leben. Es wäre schön gewesen, 15, 10 zu haben, aber irgendwie sei mir das nicht vergönnt. Ja. Tut mir leid. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ich hatte es ja schon angekündigt, es wird ein Story-Let's Play geben. Also ein Let's Play, in dem ich alle Charakter-Questlines spiele, die man in einem Durchlauf spielen kann. Ich weiß, das ist ambitioniert, ich weiß, das ist viel, aber ich habe da so richtig Bock drauf. Und ich hatte ja zuerst überlegt, hey, machst du das mit einem neuen Charakter, um mal eine neue Skillung zu zeigen, vielleicht auch eine ganz neue Spielweise zu zeigen. Aber dann habe ich mir überlegt, naja, ein neuer Charakter wäre ja ganz nett, aber ich weiß ja nicht. Es gibt ja vor allem auch noch Items, die man nur im New Game Plus bekommt. Und von daher wäre das nämlich ganz praktisch. Einfach wirklich mal New Game Plus zu zeigen. Dann wird auch alles ein bisschen schwerer. Ich nehme meine Ausrüstung mit und ich denke, das ist sehenswerter, als wenn ich jetzt komplett nochmal von vorne anfange. So, die beiden muss ich hier immer wieder töten. Mit etwas Glück droppt einer davon so eine Bleichzunge. Ansonsten, ja, wie gesagt, also das Ganze wird hier wahrscheinlich am Samstag starten. Ich denke, ich werde morgen die ersten Aufnahmen machen. Wenn es zeitlich passt, werde ich auch schon morgen, also am Freitag, die erste Folge hochladen. Ich weiß es aber noch nicht, denn zum einen kann ich die Zeit gerade noch nicht einschätzen und zum anderen ist Freitag nicht gerade der beste Tag, um neue Projekte zu starten. Es ist ja einfach der schwächste YouTube-Tag. Ich weiß auch nicht warum, ist aber so. Ich werde mir ganz viele Notizen machen, dass ich wirklich nichts verpasse, dass ich wirklich jede Charakter-Questline spielen kann und ich werde auch ein neues Ende erspielen. Also nicht das gleiche Ende, das ich beim letzten Mal, also beim ersten Dark Souls 3 Durchlauf gespielt habe. Nein, ich werde ein anderes Ende erspielen, das ein bisschen komplizierter ist, aber verdammt cool. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen und vielleicht kann sich der eine oder andere auch schon denken, welches Spielende einen hier erwarten wird. So, euch hauen wir jetzt noch um.
Und dann hoffe ich eigentlich, dass die blöde Bleichzunge hier schnell droppt. Also beim letzten Mal ist sie echt schon nach 5 Minuten gedroppt. Dadurch, dass ich den Ring habe, mit dem man schneller Items bekommt, geht das eigentlich recht gut. Ich glaube, die beiden Schwerter werden mit einer der Hauptwaffen für den Durchlauf werden, denn ich finde die Waffe verdammt cool, aber ich muss damit noch spielen lernen. So, von dir bekomme ich nichts, was ich brauche. Von dir auch nicht. Schade. Ich muss mir echt verdammt viele Notizen machen, dass ich nichts vergesse. Also die ersten... Naja, die ersten paar Gebiete kriege ich eigentlich ziemlich gut hin, denn ich spiele gerade ja nochmal nebenbei für mich selbst Dark Souls 3 und ich kriege das eigentlich ziemlich gut hin mit den Quests. Aber gegen Ende kann man da wirklich ganz schnell was versauen. Man muss nur ein anderes Gebiet betreten, also das nächste Gebiet betreten und dann kann es sein, dass ein NPC weiterwandert und man eine wichtige Questline nicht fortführen kann. Das wäre natürlich schade, das soll nicht passieren. Dementsprechend, naja... Das ist ja ein New Game Plus Durchlauf. Alle wissen, dass ich Dark Souls schon mal durchgespielt habe. Es wird also kein Blind Let's Play. Aber ich werde versuchen, vieles anders zu machen. Und vor allem, und jetzt kommt ihr ins Spiel, was richtig cool wird, ihr dürft mitmachen. Nicht als Spieler, das wäre ein bisschen zu kompliziert, aber ihr dürft in die Kommentare mitmachen, denn es soll auch darum gehen, ganz viel zur Dark Souls Story zu erzählen. Und sind wir mal ehrlich, ich ganz allein, das kriege ich nicht hin, denn ich... bin der Meinung, viel über Dark Souls zu wissen, aber natürlich weiß ich nicht alles, denn immer wenn ich denke, dass ich eine Menge weiß, kommt irgendjemand in die Kommentare und weiß einfach noch ein bisschen mehr. Könnte man sich jetzt drüber ärgern, aber ich freue mich eigentlich, denn mir hilft es ja auch immer weiter. Dementsprechend dürft ihr immer fleißig mithelfen, wenn es darum geht, die Dark Souls Story den Leuten näher zu bringen. Denn das ist das Ziel dieses Projekts, bei dem ich mir ganz viel Zeit lassen werde, wirklich die Story von Dark Souls 3 richtig zu spielen, mit Erklärungen und so weiter. Ganz viel über die Gebiete quatschen, ganz viel über die Gegner quatschen, warum Dinge so sind, wie sie sind, wie vielleicht die Zusammenhänge zu den anderen Dark Souls Teilen aussehen könnten und und. Es wird ein sehr langes, ein sehr ambitioniertes Projekt und ist auch das erste Mal, dass ich ein Projekt in diesem Größenumfang mache und dementsprechend, ja, also kann man echt nur gespannt sein, was dabei rauskommt. Und wenn das Ganze gut läuft, also damit meine ich jetzt nicht nur Klicks, sondern auch, dass ich das Ganze nicht abbrechen muss, weil es komplett vor die Wand fährt oder ich einfach keine Ahnung habe, dann wird das Ganze auch nochmal mit Dark Souls 1 und Bloodborne wiederholt. Vielleicht sogar mit Dark Souls 2, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade einen frischen Dark Souls 2 Durchlauf gemacht. Mein Bedarf an Dark Souls 2, der ist ja erstmal gestillt. Ich liebe Dark Souls 2, das habe ich ja gesagt. Also ich gehöre zu den Leuten, die Dark Souls 2 nicht blöd finden. Zumindest wenn man das erste Drittel hinter sich bringt, das ist wirklich ein bisschen doof. Aber ab dem zweiten Drittel wird Dark Souls 2 richtig geil. Hoppala. So, wartet mal. Aber trotzdem ist ja mein Dark Souls 2 Durst aktuell gestillt und ich freue mich gerade viel lieber auf Dark Souls 3 und ich denke, das wird auch für euch spannender. So, jetzt hoffen wir mal auf ein bisschen Loot-Glück hier. Vor allem, dass ich jetzt nicht von den beiden getötet werde. Ah, wenn sie dieses Schild anhaben... Natürlich wird auch der New Game Plus Durchlauf größtenteils... Ah, da haben wir die bleiche Zunge. Wird auch der New Game Plus Durchlauf größtenteils ohne ein Schild gespielt. Natürlich ab und an ist ein Schild mal vonnöten. Vor allem, wenn Schilder Buffs geben. Also wenn ein Schild einen Buff gibt, dann wird es natürlich auf den Rücken gepackt, damit ich den Buff bekomme. Aber ich versuche natürlich größtenteils ohne ein Schild zu spielen. Einen Schild. Ja, komm, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir wissen alle, dass man das gerne falsch ausspricht. Egal, wir gehen jetzt zu Rosaria. Die hat auch eine richtig coole kleine Questline. Oh, da freue ich mich schon drauf. Aber aktuell können wir bei ihr unsere Talentpunkte neu verteilen. Das mache ich auch, weil ich will ein bisschen was ändern. Nicht viel, aber ich will die Chance nutzen, um noch ein letztes Mal, einmal kann ich nämlich noch, meine Talentpunkte anzupassen, bevor wir dann in den DLC in den DLC sage ich schon. Ins New Game Plus meine ich natürlich durchstarten. So, wir wollen die Attribute neu verteilen. Einmal kann ich noch, wie gesagt. Haben wir jetzt auch gemacht. So, was können wir jetzt machen?
Wir können auf jeden Fall erstmal Stärke und Geschicklichkeit einstellen. Mache ich beides auf 40. Dadurch werde ich auf mancher Waffe ein bisschen schwächer. Aber ich kann es ja auch später eh nochmal ändern. Aber ich denke, das ist nicht schlecht, denn dadurch habe ich beide Werte, um auch zum Beispiel die Waffe vom Media mal zu benutzen. Dann ist mir ganz wichtig, ich will Vitalität, will ich auf, mindestens auf 30 haben. So, Kondition will ich mindestens auf 25 haben. So, Belastbarkeit will ich mindestens auf 25 haben. Ich ändere, wie gesagt, nicht so viel, nur ein bisschen was. So, Glaube und Intelligenz. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, beides auf 10 und dafür lieber die Punkte. Wie viel habe ich jetzt noch? So. Jetzt habe ich noch genau einen Punkt. Und diesen einen Punkt, den stecke ich in. Ja, worin stecke ich den jetzt? Stecken wir den jetzt hin? Ja, das hatte ich beides auf 12 gehabt, aber. Ich überlege ja, ob ich im New Game Plus auch ein bisschen Pyromancy mache, aber ha, ich bin mir da so unsicher. Ich nehme es mal mit lieber auf Intelligenz, dann nehme ich sogar hier nochmal einen Punkt weg, um auf die 12 Intelligenz wiederzukommen. Aber ich denke, mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich denke. Wir belassen das erstmal dabei. Bisschen Pyromantie, also ein bisschen Feuerzauberkunst mitzunehmen, wäre vielleicht ganz praktisch. Ich denke, so können wir das lassen. Ist nicht perfekt, bitte keine Kritik darauf, es ist nicht perfekt. Aber ich habe ein bisschen mehr auf Vitalität gesteckt, das finde ich ganz gut. Ich habe Konditionen so gelassen, da kann man sich drüber beschweren. Belastbarkeit habe ich so gelassen, das reicht eigentlich aus. 25 Belastbarkeit reichen völlig aus, wenn man Havelsring benutzt. Und Stärke, Geschicklichkeit, beides gleich auf 40. Damit kann ich nämlich dann auch jetzt, zack, meine Media-Waffe benutzen. Und wir sind fertig, was alles soweit angeht. Natürlich werde ich ja noch viele Attribute sowieso verteilen, denn ich bekomme ja jetzt auch wieder viele neue Seelen und kann dann weitermachen. So, ihr lieben Leute, was machen wir jetzt eigentlich noch? Eigentlich bleibt uns jetzt gar nicht mehr so viel. Ich kann jetzt mal testweise meine gute Faram-Rüstung anziehen, um zu gucken, ob ich mich nicht verkalkuliert habe, was meine Belastbarkeit angeht. Wenn ja, dann ja, Schande über mein Haupt. Nö, habe ich nicht. Guck mal, wir sind immer noch bei exakt, zack, 69%. Das heißt, wir können schön schnell rollen und das ist mir ja immer das Wichtigste. Zack, schön schnell rollen. Guti, dann gehen wir zurück und zwar zum Feuerbandschrein. Und viel mehr bleibt mir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ein bisschen was konnte ich euch hier noch zeigen. Leider nicht so viel, wir konnten mit der Tür nicht mehr sprechen. Und es klingt immer noch so seltsam, wenn ich sage, ich will mit einer Tür sprechen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, was erwartet uns in der nächsten Folge Dark Souls 3, die nicht mehr unter dem Motto The Ringed City, sondern unter dem Motto Dark Souls 3 Story starten wird. Ja, dann klicken wir hier auf zweite Reise antreten. Ich wollte gerade sagen, Reise 2 antreten. Wäre ja das gleiche. Nein, zweite Reise antreten. Und dann beginnen wir. Das machen wir nicht jetzt, denn da kommt noch eine kurze Cutscene. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Denn es wird ja auch viele Leute geben, die schauen sich gar nicht dieses Video an. Die steigen einfach mit der nächsten Playlist ein. Dann, ja, positionieren wir auch nochmal unsere Ringe anders. Und dann starten wir hier durch. Ich hoffe inständig, dass ich jetzt nichts Wichtiges vergessen habe. Ansonsten müsste ich noch eine zweite Bonusfolge machen, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Ich bin soweit zufrieden und ready for action. Und ich hoffe, ihr seid das auch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch und seid genau wie ich gespannt, was uns im Story Let's Play erwartet. In diesem Sinne, vielen Dank bisher fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Bis dahin gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.